Stellensuppen. Ein Hörspiel von der Plattdütscher AG der Offenbergschule Volklage. No dat Kinderbock Steinsuppe von Anaïs Wuschelat. Ich bin's, der Wolf. Ach du liebe Zeit, der Wolf? Hab keine Angst, Henne. Ich hab doch nur noch einen einzigen Zahn. Und was wusst du von mir? Lot mir rin. Ich möchte mich an deinen Kamin abwärmen und eine Steinsuppe kochen. Eine Steinsuppe? Jo, schmeckt dir denn überhaupt? Wo der Wolf wohl utzelt? Ich hab noch nie einen Tau Gesicht kriegen. Ist kalt hier, Buben. Na, Gaut, komm hin. Das Gaut und Bidi. Und nun bring mir einen Kessel. Ein Kessel? Hör, Tau, um Steinsuppen zu kochen, braucht man einen Kessel. Ach so. Das hab ich nicht gewusst. Ich hab noch nie eine Steinsuppe probiert. Man gif einen Stein in einen Kessel. Da ist Wasser drin und wartet, bis es kocket. Ach, das ist alles? Das ist alles. Also, ich daun eine Suppe immer noch ein bisschen Sellerie. So für den Geschmack. Sellerie geht immer. Und nur den Kessel über das Feuer hängen. Das wird bestimmt lecker. Nanu, noch mal Besuch? Ja, rein. Alles in Ordnung, bitte? Jo, alles in Ordnung, Bimi. Komm rein, der Wolf und ich gucken just Steinsuppen. Steinsuppen? Also Suppen nur mit einem Stein? Und mit Sellerie für den Geschmack. Aha, passt auch Zucchini dort, Tau? Zucchini geht immer. Dann hab ich eben Zucchini. Daudendach-Esel. Hier ruckt das aber lecker. Wir kochen Steinsuppen. Ich halte gerade bitten Zucchini. Passt denn auch Kohl, Dobi? Kohl geht immer. Bin glücksten Vertrüge. Hallo alle zusammen. Was kocht ihr denn Feines? Steinsuppen. Steinsuppen? Mal was Neues. Könnt ihr auch noch ein paar Rüben brücken? Rüben geht immer. Nee, das höre ich doch. Hier wird Steinsuppen kocht. Miau, der Dörn was oben und es ruckt so gut. Nee, wie können Wudden wie stören? Wudden geht immer. Jo, das woll ich auch, just sagen. Eine Steinsuppe ohne Paprika ist keine richtige Steinsuppe. Wenn du das sechst, Kau. Miau. Paprika galt immer. Werd langsam voll hier. Habt ihr noch Platz für mich und ein bisschen Petersilie? Kaninchen galt immer. Ich mein Petersilie. What? Ist hier eine Party? Warum wisch mich keiner was? Ich koche eine Steinsuppe. Mit ganz voll Gemüse. Quack, Gemüse? Ich kann Lauch holen. Lauch geht immer. Jo, Lauch geht immer. Miau. Und dann trinket wie all ein Gläschen Rotwein. Dübi. So mag ich wie das. Bye.
Das ist richtig gesund. Dwaddeln sind das Beste. Die richtig dicke Fleisch. Ist noch was da? Ein bisschen Hälfte ist es noch. Und ich dachte, wenn da gibt das Hühnersuppen. Wie möcht so was voll öfter machen? Jo! Back. Aber bis nächste Mal soll uns der Wolf ein paar gruselige Geschichten von sich erzählen. Jo! Na nun, was macht der Wolf denn nun? Hey, halt ein Messer und ziehen Sack. Was hat Faye denn damit für? Hey, hol das hoch in der Luft. Ja, oh nein. Hey? Stich in den Suppenpott. Aber, was soll das denn? Der Stein schien noch nicht ganz gordauwehen. Wenn ihr es erlaubt, nehm ich ihn für das nächste Abendessen wieder mit. Mhm. Quack, gehst du all? Jo, aber besten Dank für den feinen Abend. Kommst du denn mal wieder? Ich glaube nicht. Das war Steinsuppen. Ein Hörspiel, nur das Kinderbauch. Steinsuppe von Anaïs Wuschelat. Sprocken heb de Kinders von de Plattdütscher G. de Offerbergschaule Volklage. Diese Hörspielbearbeitung entstand im Dezember 2022 mit freundlicher Genehmigung des Moritz Verlags Frankfurt am Main.